Eine seltsame Spirale dreht sich am Himmel über Hawaii. Und sofort fragt man sich, was ist das und vor allem, ist das echt? Beantworten wir die zweite Frage zuerst. Ja, diese Bilder sollen echt sein. Die blaue Spirale am Nachthimmel wurde vom Subaru-Teleskop des japanischen National Astronomical Observatory aufgenommen. Das Spiegelteleskop befindet sich auf dem Vulkan Mauna Kea, dem mit ca. 4200 Metern höchsten Berg auf Hawaii. Doch was genau sieht man auf den Bildern, die das Teleskop gemacht hat? Experten vermuten, dass die Spirale im Zusammenhang mit einer SpaceX-Rakete Falcon 9 steht. Die war kurz zuvor mit einem Satelliten für die US Space Force an Bord ins All gestartet. Bei solchen Raketen werden im Flug nach und nach einzelne Stufen abgetrennt. Die drehen sich bei ihrer Rückkehr zur Erde um ihre eigene Achse, um die Flugrichtung zu stabilisieren. Gleichzeitig lassen sie unnötigen Treibstoff ab. Und genau das, der ausströmende Treibstoff in Verbindung mit der Drehung, würde zu solchen Spiralen führen. Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Phänomen beobachtet wurde. Auch nach dem Start einer SpaceX-Rakete im April 2022 filmte das Subaru-Teleskop eine blaue Spirale am Nachthimmel über Hawaii.